Mit ihm hat sie Henrik betrogen. Immer noch die kleine Fremdgeh-Tante. Da! Das ist doch krank, nein. Mann! Dass wir Sex miteinander hatten unter der Dusche, hast du das auch bereut? Der hat sie mit dem Täschchen gefickt. Boah, ich muss richtig hart strollern. Sag mal strollern, ich muss auf jeden Fall echt hart pinkeln. Aber gut, ich drehe jetzt noch diese Folge ab und dann können gleich alle meine ekelhaften Gefühle zu dieser Folge mit rausgespült werden. Oh. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Ex on the Beach, irgendwo in Mexiko, glaube ich. Heute geht's weiter mit Ex on the Beach, heute wird's direkt mal richtig krank, schon in Folge 2, denn es gibt neue Personen, die in die Villa einziehen werden, es werden neue Informationen gedroppt über vergangene Staffeln, andere Formate, aber auch über die Show hier und die Kandidaten hier, deswegen würde ich jetzt sagen, haltet euch fest, viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Letzte Woche irgendwo in Mexiko. Ja, scheiß die Wand an, was eine nette Aussicht. Ja, warte, scheiß die Wand an. Ich sag doch auch immer irgendwo in dieses, in diesem Fall Mexiko. Das ist doch mein Spruch. Ich bin einfach im Paradies, Alter. Ich schwöre bei Gott. Wer könnte denn euer Ex-Freund sein? Ja, Yassin. Geil. Das ist von einer von Paulinas Help. Na, Paulina, freust dich, mich zu sehen? Fast übergeben hat sich Pauline beim Anblick ihres x-ten Ex-Alkoholiker-Typen und heute wird's nicht besser. Also für sie wird heute, ne, so eine kleine Welt zusammenbrechen. Oh mein Gott! Was? Da kommt jemand, Johnny kommt! Oh nein, ja, wie aufmerksamkeitsgeil ist Carina? Ja, ja und noch viel öfter ja. Sie ist immer... Oh, jetzt hör auf! Yassin ist da. Du nein! Was Scheiße! Yassin ist da! Oh ja, Yassin ist da. Da muss man direkt mal absichern. Denn es ist Yassin, der Ex-Typ von der Carina. Und es ist auch kein Wunder, dass er da ist, denn es ist ein Ex-Format und sie findet ihn so lange geil, bis ihr Ex-Sasa reinkommt, wahrscheinlich. Lügst. Lügen ist für die zwei auch so ein Thema. Oh ja, das sind zwei Lügenbarone vor dem Saufherrn. Es sind noch so ein paar Sachen rausgekommen. Was denn? Du hast irgendwie den Leuten rum erzählt, ich wäre dir fremdgegangen zu Geschichten? Nee, ich habe nicht gesagt, dass du fremdgegangen bist. Ich habe gesagt, dass wir uns übelst krass gestritten haben, weil ich gelogen habe. Es kann aber auch sein, dass sie zufällig gesagt hat, dass er sie betrogen hat. Also dieses er und sie wird ja heutzutage nicht mehr ganz so ernst genommen. Da hat sie vielleicht auch mal das falsche Pronomen benutzt, aber ist ja halb so wild. Dominik, der war mit ihr bei Temptation Island VIP und dann mit ihm hat sie Henrik betrogen. Also letzte Woche wurde der Name des Hitler-Skandal-Typen noch gepiept. Schau mal, als wir fest waren, warte mal, als wir fest waren zusammen, ja. Hast du mir gesagt, okay, ich habe das mit Dom, gar nichts du hast ihm zeitgleich noch geschrieben, dass du ihn liebst und so Geschichten, während du mit mir schon warst. Was? Zwei Minuten beieinander und es beginnt schon. Die kaputten Influencer-Egos fangen direkt an, stumpf sich einfach Dinge an ihre hohlen Birnen zu werfen. Weißt du, wie aufgeregt... Nein, weißt du, wo ich mir gerade aber Yassin, ich habe zwischen noch... Zwischen uns ist alles geklärt. Ist es auch. Aber im Nachhinein... Ich habe nicht ein nach und nein, so aber weißt du was? Ich mir denke, erzähl den Leuten die Wahrheit. Ja! Ich bin richtig schockiert. Ja, ich auch mal wieder, weil ich nicht so viel Kindergarten erwartet habe. Also wenn sich zwei Personen ständig Müll ins Gesicht kippen und nicht ausreden lassen, dann ist, funktioniert doch nicht. Ihr seid doch keine 2 Jahre alt mehr, also theoretisch. Ne? Was Dominik sehr erzählt, das habe ich jetzt aber schon öfters mitbekommen, dass er halt wirklich viel rumlästert, viel Bomben legt. Ja gut, typisch Müll-TV möchte gern Star. Ist nichts, aber stinkert ständig rum. Die Paulina... Sie hat mich sehr geliebt und sie hat gesagt, sie möchte nach Wien ziehen und sie liebt mich über alles. Ob diese Imitation stimmt, das sehen wir ja vielleicht bald, wenn Dominik erscheint. Aber nur vielleicht. Du sagst zu mir, mit Dominik war nichts, da war nichts, bla bla bla. Du hast ihn beim gleichen Kosenamen genannt wie mich. Nee, also wenn das mal kein Betrügen ist und vor 2 Minuten sagte er das hier noch... Zwischen uns ist alles geklärt. Ist es auch. Naja, anscheinend doch nicht, denn sie fetzen sich andauernd. Und dann saß ich da total besoffen bei ihr zu Hause und bekomme da die Screenshots durchgeballert, wie die dem Typen schreibt, so ja, ich liebe dich über alles und den gleichen Kosenamen benutzt und so. Ich liebe dich, Yassin, Huber, aber so hast du mich genannt. Yassin, ich habe auch meinen Hund so genannt. Oh, der war extrem bodenlos. Also, wow, damit hat sie ihn, glaube ich, echt abgeschossen. Aber ich meine, hey, es gibt halt Personen, die sind so falsch wie ihr Gesicht und da musst du dich halt einfach von denen distanzieren. So, er wundert sich auch, wieso er betrogen wurde und das Ganze, obwohl er gewusst hat, wie sie in der Vergangenheit mit anderen Typen war. Also, wenn ich diese Chatverläufe lese, was du Dominik geschrieben hast, das ist 1:1, Copy-Paste, was du mir geschrieben hast.
Dominik Röll gerne kommen? Ja, ist er ja vielleicht schon bei Temptation Island. Ich will aber nicht so viel spoilern. Wollen wir über diese Thailand-Geschichte reden? Ja, gerne. Da kommt der Reality-Star. Ja, wir können super gerne. Ja, doch. Wenn wir können voll gerne darüber reden. Okay, gut. Du sagst zu mir, hey, komm, lass mich mitfliegen nach Thailand. Dann sag ich noch, okay, geil. Sagst du, ich treffe ein paar Jungs, die du einmal beim Feiern gesehen hast. Pauline, also anscheinend immer noch die kleine Fremdgeh-Tante. Bei Temptation Island war es ja eigentlich nicht anders. Da hat sie auch nach einer Party einfach mal schön fremdgelutscht, obwohl sie mit dem Typen, mit dem sie im Format war, 2 Jahre, glaube ich, zusammen war. Also sie nimmt Beziehungen überhaupt nicht ernst. Für sie ist alles zum Wegwerfen und Erneuern. Genau wie die Fingernägel. Und die Haare. Und die Wimpern. Und die Augenvorhauthaare. Irgendwelche super Fitnessmodels. Ich sag noch, bitte mach's nicht. Es gibt mir ein ungewohntes Gefühl. Wie wär's andersrum? Baby, ich mach es nicht. Habe ich ihm auch die Hand drauf gegeben, das stimmt. Und ja, klar, Yasin ist definitiv auch kein Jungfernhäutchen, was Fremdgehen angeht. Aber sie lügt ja bewusst und sagt auch noch, dass sie lügt. Also, sie bestätigt dieses ganze Gelüge. Du tourst mit den 2 Wochen rum und ich soll dir dann noch glauben, dass da nichts lief mit denen. Die gute Dame war 2 Wochen lang Roadtrip mit irgendwelchen englischen Supermodels. Du hast mein Herz gebrochen, checkst du das? Nee, das checkt sie anscheinend nicht, denn wie gesagt, ihre Gefühle sind genauso falsch wie die Fingernägel. Aber was mich wundert, ist, dass sie noch nicht ausgerastet ist, weil damals bei Temptation Island, bei der Aussprache, wo sie ja fremdgegangen ist als erste Person, war sie diejenige, die ihren Partner einfach zu Tode geschrien hat. Und jetzt ist sie eher so auf der emotionalen Schiene, wo sie halt ein bisschen Sympathiepunkte sammeln will. Erstmal, weißt du, von wegen, ich hab dein Herz gebrochen, ich weiß das. Ja, weiß sie. Es macht ja anscheinend auch Spaß, sonst würde sie es nicht öfter machen. Du hast aber auch mein Herz gebrochen. Ich war noch nie... Was hab ich gemacht? Yasin, du warst weg einfach. Was soll er denn sonst machen, wenn sie ihn betrügt? So, klar, wenn jemand fremdvögelt, dann geht man doch erstmal. Dann wird man doch nicht da bleiben und auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Sofort natürlich. Zu Alicia gerannt und hast mit ihr wieder auf Beziehung gemacht, natürlich, Alter. Natürlich, wenn das ist doch krank, nein, Mann. Weil ich mir denke, schau mal, was hab ich stehen lassen? Bei dir? Naja, das hier hat er offensichtlich stehen lassen. Genauso wie alle anderen Exen von ihr, die sie auch verlassen haben. Die wollen halt nicht, dass sie nach einer Woche mit einer Frau zusammen sind, die dann schon das Interesse verloren hat und einen neuen Stallknüppel zum Draufsetzen sucht. Ich habe dich nicht verarscht. Hast du mich angelogen in Thailand? Ich habe dich angelogen, ja. Hast du mich angelogen mit Dominik? Ja. Ja, was erwartest du von mir? Ach, kein Argument, erstmal wegdrehen. Ja, sie hat ihn belogen, aber nicht verarscht. Das sind ja 2 komplett andere Dinge. Sie ist nicht schuldig, sie ist nicht fremdgegangen. Nein, es ist ja alles in Ordnung, wenn sie die Fehler macht. Mit dieser Thailand-Sache. Gott, es tut mir leid, Yasin, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Yasin. Ich habe dich... betrogen. Aber sorry, Yasin. Es wird nur alle 2 Wochen passieren, weil ich ja jede Woche das Interesse an dir verliere, dann fremdgehe und dann wieder zurückkomme. Aber es ist ja alles okay. Wir können alle 2 Wochen wieder zusammenfinden. Für mich warst du der eine, weißt du? Es gab nicht einen verfickten Tag, seitdem du aus meiner Haustür gegangen bist, an dem ich nicht an dich gedacht habe. An dem ich dich nicht vermisst habe. Aber wenn das doch die große Liebe ist, dann lüg den doch nicht an. Also wie, wo, was, also was für ein dummes Gelaber ist denn das jetzt schon wieder? Klar habe ich Yasin geliebt. Ich habe nie aufgehört, ihn zu lieben. Natürlich liebe ich ihn immer noch. Die hat anscheinend nie wahre Liebe erfahren. Deswegen weiß sie auch nicht mal, was das genau ist. Yasin war für mich wirklich der eine so. Der eine oder der andere Trinker. Also er hat auf jeden Fall schon gut an der Flasche genuckelt und die ist bald leer. Boah, ich kann kotzen, dass ich gerade heulen muss, ne? Leute, ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen kann, weil ich kenne Paulina. Paulina weint ganz gerne mal. Genau, das war zumindest auch bei Temptation Island damals schon so. Sie muss irgendwo auch Sympathiepunkte sammeln, weil sonst kaufen ihr die ganzen 12-jährigen Followerinnen die Insta-Stories auch nicht ab. So, irgendwie nehme ich sie ernst, irgendwie mag ich sie total, hätte sie gerne in den Arm genommen. Irgendwie denke ich mir, ach komm, heul doch, die Show kenne ich schon. Ist jetzt wie es ist, es wird sicher noch darüber geredet, aber jetzt geht's erstmal zurück in die Hütte. Kurz die Restwut runterspülen. Und dort müssen sie sich natürlich erstmal gegenseitig vorstellen. Ich finde so witzig, weil ich kenne die ganzen Leute nicht. Kennst nicht Yasin? Ja, wie sieht denn der aus ungefähr? Groß. Tätowiert, der ist wunderschön. Okay, wen findet Karina nicht schön, solange Sasa nicht im Haus ist? Also, solange der nicht da ist, findet sie ja alle Typen geil. Hallo? Oh, sie muss immer so laut sein. Jawohl! Servus Kimi. Anscheinend kennt man den. Kimi? Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Ich kann Kimi verstehen. Also ich bin zu 100% Kimi, wenn Kandidaten mitmachen, die
in den letzten 3 Jahren nicht im Trash-TV waren. Also alle, die vor 3 Jahren und mehr waren, die kenne ich einfach nicht. Hi, ich bin Carina. Wow, was für schöne Augen hast du. Dankeschön. Er ist ein schöner Mann, genau mein Type. Boah, nein, das wird noch super, super hässlich werden zwischen Carina und Pauline. Vor allem, wenn Carina sich auf den Yasin setzt, weil dann wird Pauline, glaube ich, exploden. Hier ist ein Schlafzimmer. Carina, hast du einen Brazilian Buttlift, sei ehrlich? Nein. Das ist dein Original-Popo. Das ist mein originaler Popo. Da hat Yasin schon sein Ziel fixiert und ab jetzt, ne, da gibt's nichts anderes mehr, nur das Ding. Pauline hat geweint. Tut mir auch voll leid für sie. Das tut Carina leid, ganz bestimmt. Die du so über alles liebst. So du liebst ihn über alles noch? Über alles. Das ist für mich der wichtigste Mensch. So. Es ist halt so unterhaltsam, wie die sich verkaufen, wie die als Clowns da sitzen. So, die reden so viel Blödsinn, dass das echt nicht mehr normal ist. Puh, ich finde es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, die ganze Situation. Ehrlich, das ist super anstrengend. Genauso wie die Geschichte mit Carina, Sasa und Vanessa damals bei AYTO. Nur das hat sie, glaube ich, selbst noch nicht realisiert. Boah, ich sag dir, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Ego von einem Mann gekränkt ist. Die sind heftiger hinter dir her als die Steuerfahndung in Deutschland. Das ist kein Scheiß. Ja, kein Scheiß. Aber noch viel schlimmer als die Steuerfahndung und die kaputten Egos der Jungs ist anscheinend Pauline selber. Denn sie will ja unbedingt Yasin zurück. Sie liebt ihn über alles und der Typ, der will sie überhaupt nicht mehr. Bei denen, die kennen das alle schon so. Und das merkst halt auch, wie die sich so extra so präsentieren, weißt du? Danke, Kimi. Er hat erstmal alle hier exposed, dass sie ja sowieso fake sind. Trainierst deinen Arsch echt nicht? Nee. Ich finde ihn ultra heiß. Und am liebsten hätte ich ihn sofort irgendwie geschnappt und hätte mit ihm irgendwie einen Dirty Talk geführt oder so. Oh ja, Hashtag PickMeYasin. Ich bin die Allerbeste, weil... Ich hab rumgefügt, bis der Arzt kommt. Ach so, ja, da wollte wohl ein 40-Tonner in einen viel zu kleinen Tunnel einfahren. Ich will mich einfach vergraben gehen. Okay, viel Spaß. Es tut einfach weh. Und es wird noch viel schlimmer heute. Es tut einfach so weh gerade. Da hat sie dann kurz doch schmunzeln müssen. Puh, Carina ist hot. Also, boah, also da kann man ja jeder Thema, der will. Po ist echt phänomenal. Dankeschön. Die Brüste auch, oder? Ja, aber Hauptsache Po. Also Yasin, Po, Po, Yasin, Yasin, Po, Po, Yasin. Ein Herz und eine Seele, ein... 10.000 Typen kennenzulernen in irgendwelchen TV-Shows. Warum bist du denn hier? Weil ich nichts anderes zu tun habe. Okay, also arbeitslos, faul und famegeil. Was arbeitest du? Ich verdiene mein Geld über Instagram. Hast du OnlyFans? Ja, auch. Was du? Ja gut, also wen wundert so, wenn man sie hier so sieht in den Formaten, wie sie sich auch gibt, wie sie das Ganze promoten will, weil es ist ja doch klar, ohne es zu wissen. Geistkrono Mensch. Ich schwör's dir. Lecker. Boah, ich glaube, hier wird uns so viel Scheiße passieren, Alter. Leck mich am Arsch. Schatz, ich muss kurz mit dir reden. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, dass Carina und Pauline anscheinend 2 Kopien voneinander sind. Also beide machen so auf Bad Girl, wollen halt irgendwie voll so, ne, sein. Sie haben sich beide die Ärsche tätowieren lassen. Sie sind beide super so, pick me, ja, ich bin die Geilste und so. Sie heulen natürlich beide rum und sie wollen beide zu ihrem Ex, der sie irgendwie nicht gut behandelt, aber sie trotzdem zu ihm zurück wollen. Sei ganz ehrlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was jetzt passiert. Ja, ganz ehrlich, guck mal, vorhin habe ich auch noch gelacht, ne? Ja, stimmt, Pauline. Und jetzt kriegst du endgültig den Nervenzusammenbruch. Paulina, mach dich bereit. Du darfst jetzt für eine Weile der Villa entfliehen. Mhm, es kommt die nächste Klatsche fürs Schlauchboot. Ich bin Dominik, 25 Jahre alt, komme aus Wien. Bisschen unangenehm, dass so ein Österreicher hier vertreten ist. Aber okay, Hauptsache der Paulina gefällt das kleine Pralinchen. Hi. Na? Überrascht? Nö, eigentlich nicht. Nicht? Na endlich, es ist ja Ex on the Beach, ist ja klar, was kommt. Temptation Island. Paulina hat sehr viele Märchen-Stories über mich erzählt. Ich rück jetzt endlich mit der Wahrheit aus, was auch tatsächlich bei Temptation Island passiert ist. Märchen-Stories, das klingt ja schon fast so wie bei Yasin, denn er hat ja erzählt, dass Paulina erzählt hat, dass er sie betrogen hätte. Also da ist anscheinend doch was Wahres dran, aber noch viel spannender ist dann die Offenbarung, was tatsächlich bei Temptation Island passiert ist. Du redest ja ohne Ende über mich anscheinend. Schicksalläufe. Ganz kurz. Warum machst du das? Ganz kurz. Guck mal, ich sag dir, nein, pass auf, du kennst ja, ich sag dir ehrlich, ne? Ich lass dich mal ausreden. Okay, pass auf, sorry. Ja gut, da haben sich anscheinend wieder 2 gefunden, die nicht miteinander reden können, die sich einfach ständig ins Gesicht labern, aber nicht zuhören. Sag ich dir ehrlich. Okay. Ich sag dir ehrlich, ne? Ja, heute ist Pauline ehrlich, ja, heute ist sie nicht lügnerisch unterwegs, nee. Oh, ich bin echt voll überfordert so mit allem gerade.
ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit dir. Sie ist eine gute Schauspielerin. Naja, gut, das ist jetzt Ansichtssache. Also ich finde, dass diese Schauspielkunst noch schlechter ist als bei Berlin 5077 Tag und Mittagszeit. Sie ist ja komplett durchgefallen, wie sie da versucht zu heulen, es aber nicht schafft. Aber dann schreibt mir Dario, der beste Freund von Yasin, ey, kann dich Yasin kurz anrufen? Der ist total fertig, der hat ein paar Fragen an dich. Paulina hat mir erzählt, dass sie nie Gefühle für dich hatte. Aber das Ganze sind ja nur Peanuts, denn dann ging es ja angeblich noch viel schlimmer weiter. Denn Paulina hat irgendwas erzählt, was nicht ganz so fein ist. Also wenn es in die Richtung geht, dann ist es ja schon irgendwo ein bisschen kritischer. Und das Schlimmste, dass ich dich zu Sachen gedrängt habe. Ich habe aber heftig, Paulina. Ja, aber aus welchem Grund? Ich habe dir nie was ich getan. Ich habe aber nie gesagt, Habe ich dich dazu gedrängt? Ich habe das nie gesagt. Dass wir Sex hatten oder sogar. Nee. Puh, da hat er es einfach gedroppt. Und so wie sie sich wegdreht von der Geschichte, scheint anscheinend was Wahres dran zu sein, sonst würde sie nicht so abblocken. Also ist Paulina anscheinend doch eine Fremdvöglerin und hat damals nicht nur fremd geknutscht? Was alles? Dass wir uns geküsst haben, dass wir, du weißt schon, was in der Villa passiert ist, dass der Sex passiert ist und so weiter. Alles, was er wissen muss. Nein. Ganz ehrlich, wer seine Comicfigur? Würde ich sie so richtig als Pinocchio beschreiben. Ach ja, Paulina, der Pinocchio-Clown. Sie geht fremd, lügt diesen Typen an. Dann lügt sie auch noch den Typen an, mit dem sie fremdgegangen ist. Dann kommt sie dann wieder mit dem nächsten Typen zusammen, den lügt sie auch noch an. Und dann wundert sie sich wie ein Schwein auf einem Baum, wie sie in dieser Situation gelandet ist. Jetzt ist der Scheiß ja noch nicht zu Ende, sondern wir gehen gleich in die Villa zurück. Und da kann ich mich dann erstmal noch einem Gespräch stellen, als wäre ich heute noch nicht genug gefickt worden. Genau so ist es. Wenn es bei Temptation Island nicht genug war, dann gibt's heute einfach mal die doppelte Penne-Potetration. Ich hab auf Carina immer weniger Bock, wenn ich ehrlich bin. Echt jetzt? Das ist das Schlimmste! Er ist deutsch, er ist blond, du bist rot. Ein gefallener deutscher blasser Bruder. Und was ist beim Neuling Roman passiert? Wieso ist der überhaupt hier? Mit ihr habe ich dann so eine Freundschaft plus gehabt. Ja, wir haben einfach miteinander gepoppt. Okay, das hat mich voll verwundert. Gibt's das Wort poppen in Deutschland nicht? Also ist das irgendwie nur ein österreichisches Wort fürs Pudern? Ja gut, Pudern ist ja auch wieder österreichisch. Ihr wisst ja schon. Dann habe ich sie so gefragt, ja, was ist das eigentlich bei uns? Ich habe ein bisschen, okay, Scheiße nicht gebaut, aber... Natürlich, keiner von uns hat Scheiße gebaut. Tinder, auf SMS diesen Bestätigungscode. Ja, Roman hat also seine dreijährige Beziehung mit einem Tinder-Bestätigungscode zerstört. Aber jetzt schauen wir wieder zurück zu Yasin, San Pauline und Dominiks Fremdgeh-Eskapaden und Lügnereien. Dominik! Yasin! Ah, jetzt geht's los, gell? Alles klar? Ich dachte, ihr hascht euch! Nee, die zwei lieben sich anscheinend und ich habe so das leichte Gefühl, dass die beiden zusammen Pauline noch zerstören werden. Sie hat doch erzählt, dass ich sie zu gewissen Sachen gedrängt habe. Was? Sexuell? Die Gesichtsausdrücke finde ich ja jetzt schon super geil, aber wartet noch, bis er den großen Sexakt droppt. Unter der Dusche, was ist denn da passiert, dass wir Sex miteinander? Hast du das auch bereut? In der Show? In der Show. Nein. Was? Was hast du gemacht? Yasin ist irgendwie kurz vorm Heulen, so er kann es wirklich nicht verstehen, dass die anscheinend in der Show noch mal mehr fremdgegangen sind und da in der Dusche gepoppt haben. Dass wir Sex miteinander hatten unter der Dusche, hast du das auch bereut? Mit Sex mit dir in der Show? Der hat sie bei Temptation gefickt. Ja, Yasin, ich würde dir raten, halt die Flasche sehr gut fest, weil sonst kippst du uns jetzt dann noch um. Wusstest du das nicht? Stimmt das echt? Hat sie das zugegeben? Sie hat zugegeben, klar. Ich finde es schade, dass Paulina gerade nicht bei diesem Gespräch dabei war. Das wäre noch super cool gewesen. Hauptsache, ich sehe gut aus. Macht dich aber auch nicht besser. Ey, sag mal, ohne Scheiß geht mir doch endlich auf den Sack, Alter. Das ist doch endnervig, diese Kacke. Die Kacke selbst produziert, muss sie jetzt auch wegräumen und das macht sie dann in Folge Nummer 3. Und so geht's weiter. Ich habe Carina deutlich klar gemacht, dass ich sehr Lust auf sie habe. Ich bin einer von vielen bei dir. Viel Liebe, aber anscheinend auch noch viel Drama. Wenn ihr das in Folge 3 in dieser super spannenden Staffel bisher nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal da oben kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Hier oben verlinke ich euch Temptation Island, hier unten Kampf der Reality Stars, die neue Staffel. Und dann würde ich sagen, bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Da musste ich kurz Luft holen. Sorry, tschüss.